Servus, liebe Freunde, herzlich willkommen zurück. Ja, wir haben da oben immer noch den kleinen Fedelbus, der da so schön brav auf der Ecke rumsitzt. Und den wollen wir runter haben. Außerdem haben wir noch das Problem, wir wollen uns hier auch noch ein bisschen orientieren in Richtung des Containers. So, wir versuchen hier nochmal hochzulackeln. Ja, das ist natürlich mit dem Aufsatz jetzt gar nicht so easy, aber wir laufen mal künstlerisch geformt mit kurz, lang, dick gestrecktem Hals andotzend an die Leiter kurz nach oben. Da hängt unsere Matratze zum Auslüften, deswegen auf dieser Höhe auch keine Insekten zu sehen. Das haben wir alles entsprechend erledigt. So, ein Ritual Sacrifice for Greater Purpose. Ja, ich weiß noch nicht ganz, was das sein soll, aber gut, wir werden es bestimmt noch herausfinden. So, und jetzt geht's hier wieder los. Nämlich vorsichtig laufen. Oh, das ist nämlich gar nicht so easy. So, ich muss nämlich ganz nach oben. So, immer schön nach oben. So, und da müssen wir jetzt hin Richtung Treppe. Und die möchte ich gerne hochsteigen. Ja, hochsteigen die Treppe. Wunderbar. Oh, da liegt noch ein Klassenkamerad von uns. Guten Tag. Oh, ich krieg 30 Punkte für das Herumschieben von fremden Ziegen. Okay, alles klar. So viel dazu. So, wir müssen hier nach vorne. Und uns mal orientieren und mal schauen, ob wir da irgendwas erreichen jetzt. Bin ja mal gespannt. Wir müssen eigentlich darunter auf diesen Container. So, wir sind auf einer verfluchten Höhe. Nämlich auf einer richtig hohen Höhe. So, und hier können wir auch ohne Schwierigkeiten gleich runter. Ich weiß nur noch nicht genau, wie wir da auf diesen Container fallen sollen. Das wird ein bisschen tricky. Oh. Nee, so fallen wir nicht ganz, wie wir wollen. So fallen wir nur ein bisschen blöd nach unten. So, wo sind wir jetzt? Wir sind auf einer optimalen Höhe, würde ich sagen. So, wir werden mal gucken. Können wir hier so einen Teeträger mitnehmen? Mal probieren. Nee, können wir so nicht. So, erstmal hier die Kisten entsorgt. Wunderbar. Jetzt will ich aber nochmal probieren. Okay. Also, da können wir nicht dran lecken. Schade. Schade. Ich dachte, ich könnte ihm das so mal schön ins Kreuz reinballern. So, dann springen wir hier mal rüber. Oh, und da drüben ist noch ein Kollege. Oh, da kommen wir nicht hoch. Schade, schade, schade. Oh, und du, mein Freund? Na, wie ist das Wetter so hier oben? Alles fit? Oh, Entschuldigung. Hoppla. Wollte ich jetzt gar nicht so direkt. Tut mir leid. Okay. So. Dann gucken wir uns hier drüben nochmal um. Da können wir... Können wir da rüber? Nee, können wir nicht. Okay, ist zu weit. Ist zu weit, ist zu weit. So, und da ist nochmal ein Turm nach oben. Da geht auch nochmal eine Leiter nach oben da drüben. Können wir uns dann nochmal umschauen. Jetzt mal hier rein. Da ist auch ein Aufzug. Aufzug? Ja, okay. Da müssen wir auch gleich nochmal reingucken, ob wir den vielleicht sogar bedienen können. Oh, Kisten. Ich mag Kisten. Da kann man so schön spielen mit dir. Ja, wunderbar. Gab auch gleich wieder ein paar Pünktchen. Wir sind ja immer noch... Oh, Licht. Licht. Licht können wir nicht lecken. Wegschnicken auch nicht. Schade. War wohl ein totes Geschäft. So, hier ist noch eine Leiter. Mal gucken, ob wir auf der hochgehen können. So, stopp, genau. Einmal bitte hier zur Leiter hin. Oh, also die Steuerung ist so im, sagen wir mal, Detailmodus gar nicht so easy. Oh, und hier können wir gemütlich hochdackeln. Alles klar, das macht erstmal Aua. Jump over Metal Bar. Oh, wir sind über Metall gesprungen. Das gab sogar Punkte. Ich bin ja begeistert. So, was haben wir da hinten noch alles? Oh, da sind ein paar Kisten und ein bisschen Farbe. Oh, ja, das sieht schön aus. Skillshot ist immer schick. Ich würde ganz gern die Farbe hier noch ein bisschen hier anschauen. Sieht bestimmt schön aus. Oh, halt erstmal da runter schnicken. Genau, brauchen wir nicht mehr. Oh, da unten. Oh, da drüben ist auch noch ein bisschen was rum. Oh. Oh, da hängt ein Tisch. Alles klar. Okay. So, wo sind wir jetzt hier gelandet? Ah, hier sind wir wieder oben drauf. Okay, ist nicht da, wo ich eigentlich hin wollte. Ich wollte eigentlich gucken, dass wir wieder nach oben kommen. Schade. Moment mal. Gasflasche ist da immer cool.
Oh, Schweißzubehör können wir ablecken. Oh, oh, mal gucken. Ja, genau, das nehmen wir mal mit. Komm mal her, mein Freund und Kupferstecher. Oh, das schneiden wir mal darüber. Brauchen wir hier nicht. Okay, da geht's hoch. Oh, kriegen wir jetzt was, weil wir über Metallrohr gesprungen sind? Ich finde das zu geil. So. Okay, dann laufen wir hier mal hoch. Was haben wir da? Okay. Ein Hämmerchen. Headbutt Hammer. Ja, hier Punkte. Ich find's cool. So, wir müssen jetzt weiter nach oben. Aber die Frage ist, wo gehen wir hoch? Gehen wir da hinten hoch oder da hoch? Da kommen auch so eine Zwischenetage. Nö, wir gehen gleich ganz nach oben. Gucken, ob wir das einigermaßen hinkriegen. Ja, bitte mal so in Richtung dieser Treppe. Oh, dumm, die dumm, die dumm. Dumm, die dumm, dumm, dumm. Okay, da sind ein paar Kisten. Die werden wir mal entsprechend ein bisschen hier derangieren. Okay, wir sind jetzt auch gerade wieder ein bisschen runtergefallen. Und ja, dann kannst du auch gleich ganz verschwinden. Blöde Kiste. Ach, die haben wir darüber geschossen. Oh, da unten sieht es auch noch relativ ordentlich aus. Da müssen wir, glaube ich, auch noch was machen. So. Haben wir hier hoch. Okidoki. Was haben wir hier zu finden? Kiste. Sonst ist da eigentlich nicht so wirklich viel. Außer, dass wir da vielleicht die nächste Stufe nach oben krabbeln können. Ist sozusagen da ein bisschen der ja, umständlichere Weg. Aber gut. Alle Wege. Viele Wege führen zum Ziel. So. Gucken, was haben wir hier Schönes. Oh, Flaschen. Flaschen. Ich liebe Flaschen. Hey, wir haben ein Jetpack. Ich glaube es nicht. Ja, sehen wir jetzt nicht Affen aus? Oh, 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 oh. Okay, mit dem Jetpack, glaube ich, haben wir jetzt auch die Möglichkeit gefunden, wie wir eventuell an den Container kommen. Oh, das könnte jetzt interessant werden. So, habt ihr schon mal so eine Ziege gesehen? Hä? Hä? Brauchst du nicht heulen, Kleine. Soll ich dich trösten? Na komm mal zu Papa. Da. Na komm. Ich lecke deine Wunden und mach dich wieder heile. Alles gut, da fällt hier um, die Alte. Na sowas. Ist das eine Frechheit oder nicht? So, lass mal los, meine Zunge. So, da haben wir noch was. Au, also mit dem Jetpack, das bin ich, da bin ich echt mal gespannt. Das müssten wir eigentlich mal ausprobieren, wie wir jetzt da fliegen können. Ich glaube, das wird richtig interessant. Ich hoffe, ihr seid bereit, mit dem Jetpack mal eine Runde zu drehen. So. So, ich bin, glaube ich, soweit. Und würde sagen, wir gucken mal, ob wir damit fliegen können. Schalten den Kasten mal ein. Können wir den noch irgendwie steuern? Ich denke mal, wissen, ob wir den irgendwie steuern können. Nee, irgendwie können wir den also nicht steuern, so wie es aussieht. Okay, dann schalten wir den mal wieder aus. Ich dachte, wir könnten so richtig fliegen mit dem Ding jetzt. Schade, sollte wohl nicht so sein. Probieren wir nochmal. Vielleicht so als kleinen Turbo. Das sieht eher etwas unkontrolliert aus, das Ganze. Das sah auch etwas unkontrolliert aus. Okay, also ich glaube, wir sind aber so langsam auf dem Weg, uns hier weiterzuentwickeln. Haben wir jetzt wieder was Neues auf dem Rücken. Und ja, aber... wir können das ganze Ding noch nicht so richtig steuern. Und wenn ich jetzt hochspringe. Okay, da können wir nur ein bisschen durch die Gegend fliegen, aber da haben wir nicht viel von. Oh, die sind hier. Ah, halt. Die sind hier immer noch am Diskutieren über die Party. Dann räumen wir hier mal gleich ein bisschen auf. So, mal kurz den Grill hier. Entsorgen. Oh, da ist ein Feuerwerkskörper. Schön. Ich glaube, mit dem will ich auch mal spielen. Wow, 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 wow. Okay. Oh, und wir fliegen durch die Gegend. Aber wie gesagt, wir können das Ganze nicht so richtig steuern. Schade.
schade eigentlich. Das sah eher nach Quacks dem Bruchgeloten aus. Aber vielleicht bringt uns das auch noch in einer anderen Form bei Gelegenheit weiter. So. Gucken. Können wir da hochspringen? Nee, da geht's wohl nicht weiter. Schade. Wo sind wir jetzt hier gelandet? Ah, wir sind wieder am Schwimmbad. Okay, dann räumen wir hier gleich nochmal das Ganze ein bisschen auf. Oh, da. Headbutt Soda. Ja genau, wir verpassen der Soda ein Headbutt. Das ist auch mal geil. So. Da geht's auch noch nicht groß weiter. So, hier hinten waren wir glaube ich auch noch nicht. Lass mal die Lampe hier auf Seite räumen. Können wir hier hinten noch was finden? Nö. Ja, ist gut. Irgendwie müssen wir doch da noch... Nö. Oder können wir da in das Haus rein? Nee, Mist, da ist die Tür zu. Schade. Okay, dann spurten wir mal hier rüber. Würde sagen, wir gehen mal hier in die Richtung. Ich würde gerne mal sehen, ob wir hier noch etwas vergessen haben. Ey, wie bist du denn um die Kurve gefahren, du Trödel? Hallo? So eine arme, unschuldige Ziege hier umzuknallen, das geht ja mal gar nicht. Ach, halt die Klappe. So, okay, wo sind wir hier? Okay, da ist noch mal was. Was soll ich das machen können? Oh, hier hast du mal Booms gemacht. Headbutt Tank, ja, den... Okay, das ist jetzt eine Badewanne geworden, alles klar. Schon mal wunderschön. Oh, da ist noch einer, kriegen wir den auch kaputt? Jo, den kriegen wir auch futsch, gibt dann auch gleich... Wow, einen neuen Flugrekord. So. Aber irgendwie vermisse ich hier noch ein bisschen was. Ich glaube, wir haben hier noch nicht alles entdeckt. Irgendwas fehlt uns doch hier noch. Ich glaube, wir müssen hier mal noch ein bisschen durch die Gegend. Und mal gucken, ob wir da noch nicht das ein oder andere entdecken können. So, hier ist, glaube ich, die Welt zu Ende. Ist alles so eingezäunt so ein bisschen. Oh, schöne, schöne Natur. So, hier war Stonehenge. Beziehungsweise unser, ja, Goathenge sozusagen. Das haben wir ja ein wenig geplättet. So, da oben war der Mähdrescher. Da, auch die sind ja immer noch am Feiern hier. Oder was macht ihr hier? Ah ne, hier ist mal was ganz... Oh, was ist denn hier los? Hallo? Also erstmal kämpfen. Get them out of the bloody ring. Jo, das ist doch kein Problem, oder? Oh, 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 die macht uns alle. Die blöde Kuh. Okay. Ey, was bist du denn für eine? Okay, ja, du willst auf die harte Tour? Wow, die macht uns aber gar nicht leicht. Runde 2. Okay. Okay. Also, wir müssen hier mal richtig, oh, da gehen wir mal gleich mit unserem Hardcore-Style ran. Oh, da lassen wir nämlich erstmal ein paar Kollegen fallen. Und jetzt kannst du mal gucken hier, ne? Oh, ne? Da bist du ballert, ne? Oh, und jetzt machen wir dich hier alle. Headbutt Goat, genau. Dafür kriegst du jetzt mal voll ein paar auf die Äumel. Oh, gleich nochmal ein Headbutt hier komplett hart. Nicht aus dem Ring raus. Noch ist die Kleine nicht alle. So, da haben wir hier tatsächlich einen harten Kampf vor uns. So, jetzt kriegst du aber erstmal voll ein paar drauf. Okay, das hat jetzt nicht so wirklich viel gebracht. Dann stehen wir erstmal wieder auf. Und würde sagen, wir rammen den Knaben mal voll Rohr. So, Headbutt Goat, Runde 3. Oh, eine weiße. Okay. Hallo, Süße. Möchtest du ein bisschen knuddeln? Okay, Runde 4. Die haben wir schnell erledigt. Ah. Na, na. Oh, du siehst aber auch ein bisschen knuffig aus. Okay, dann kümmern wir uns jetzt mal gleich hier um dich. Halt, schön drin bleiben. Die Headbutts klappen ja schon ganz gut. Aber irgendwie müssen wir den Knaben noch erledigen. So, ich glaube, den haben wir damit auch gestresst. Na, der ist noch ein bisschen hier zugange. Okay. Ey, du magst auf die harte Tour, Freund. Okay. Kannst du haben. Autsch. Glaub, du brauchst mal ein paar auf die Löffel hier, ne? So, dann gibt's mal hier den vollen Anstoß. So,
Okay, wir sind, glaube ich, gerade etwas außerhalb der Welt. Hallo, ich würde gern wieder zurück. Toll, da haben sie mich ausgesperrt. Will dann nur wieder mitspielen. Ah, ich glaube, da können wir durch. So, und jetzt, die finale Attacke. Wo bist du, mein Freund? Oh, bereit, ja? Oh, ein Angriff! Oh, okay, hat ihn nicht besonders beeindruckt. Schade eigentlich. Wow, da haben wir noch ein bisschen was vor uns. Der Kampf ist nicht ganz so einfach. Wir haben jetzt die Runde 4, da müssen wir doch irgendwie mal langsam hier in die Puschen kommen. Headbutt Goat bringt uns immer schön Punkte, aber wir sind noch nicht so weit, dass wir ihn plätten. Wow, wow, wow. So, nochmal vollen Angriff. Okay, der scheint etwas härter zu sein, der Gegner. Okay, Headbutt Goat zählt ja alles soweit. Also das heißt, wir erwischen ihn ja schon. Oh, jetzt ist nur die Frage. Können wir da noch irgendwas... Nee, das sah jetzt nicht so spektakulär aus. So, machen wir den Rückwärtsangriff. Versuchen wir mal einfach ein paar mit unseren Füßen zu knallen. Nee, nicht uns rausschleudern. Okay, also da haben wir wohl eine harte Nuss vor uns. Den Knaben werden wir uns in Ruhe nochmal angucken. Unsere Maske haben wir ja noch, aber ansonsten nicht mehr allzu viel. Ich glaube, der ist auf Stress aus. Das werden wir uns aber entsprechend in der nächsten Folge mal angucken. Für heute ist gut. Die ersten 3 Runden haben wir erfolgreich hinter uns gebracht. Und ja, aus irgendeinem Grund kriegen wir permanent Punkte und Punkte und Punkte. Scheinen wohl Erfahrungspunkte für einen Kampf zu sein. Ja, finde ich eine coole Sache. In diesem Sinn sage ich aber für heute trotzdem erstmal danke fürs Zuschauen. Servus und...